Also, hier ist die Uli von den Münchner Flashmoppern und ihr habt jetzt hoffentlich alle so einen Zettel in der Hand und macht hier mit, weil wir gerade sind, weil wir da ein bisschen gute Laune. Danke. Ich bin ja oft hier in Stefan gesehen. So, hallo, servus und grüß euch. Jetzt kommen erst einmal alle Münchner Flashmopper vor, bitte. Ihr braucht euch nicht verstecken, ich weiß, ihr seid da. Wir haben jetzt wieder für gute Laune zu sorgen und ich denke mal auf jeden Fall hin. Na klar! Klar, oder? Na klar! Ja. Das ist Melchior, der macht ja auch Open Mikro. Viele von euch werden den schon kennen. So. Was ist ein Flashmob, den die Münchner Flashmobber machen? Wir treffen uns jeden Samstag und werden laut, und zwar richtig. Plötzlich und völlig unvorbereitet werden die Leute, die noch nicht aufgeklärt sind, mit dem Thema konfrontiert. Denen werden knackige Slogans um die Ohren gehauen. Zielsetzung ist nicht die Aufklärung bei uns. Wir wollen, dass die, ich hasse dieses Wort, Schlafschafe einfach zum Nachdenken und vor allen Dingen zur Selbstrecherche animiert werden. Wir wissen alle, die Medien erzählen nicht die Wahrheit, aber die Schlafschafe denken halt tatsächlich, wenn sie in der Früh auf dem Weg zur Arbeit bei den Zeitungskästen die Schlagzeilen lesen und abends dann 10 Minuten Tagesschau anschauen, sind sie informiert. Sind sie das, Leute? Sag ich doch. Voll. Siehst du mal, so. Voll. Ne? Genau. Wir hatten jetzt die Idee, wir machen mehrere Sonderaktionen immer mal wieder. Uns gehen die Ideen natürlich niemals aus. Wir werden jetzt hier einen Mitmach-Flashmob mit euch durchführen. Allerdings, wenn ich die Gesichter so anschaue, ihr seid alle relativ erfroren. Deswegen schlage ich mal vor, wir treten als allererstes mal ein bisschen so auf der Stelle. Jawohl, los geht's, Action! Jawohl, und jetzt hüpft man ein bisschen. Linker Arm hoch. Rechter Arm hoch. Hey, ich dachte, ihr seid Widerständler, ihr macht ja wirklich alles, was man euch sagt. Das ist ja der Hammer. Ey. Ja, also nee. Okay. Frage von euch kam, was wir denn da so immer rufen. Ja, das ist unterschiedlich. Wir sammeln immer und dann wird abgestimmt. Völlig demokratisch, weil sowas gibt es nämlich tatsächlich noch heutzutage. Und ein paar, die mir so einfallen, sind zum Beispiel Söders Panik zieht nicht mehr, Maske weg und Freiheit her. Gut, aber auch ein bisschen extrem, das gebe ich zu. War auch Opa, Oma totgespritzt, Hauptsache die Maske sitzt. Und die Blicke der Leute. Wir haben jetzt im Laufe der Zeit, wir sind ja jetzt auch schon fast ein halbes Jahr, jede Woche auf der Straße, verändern sich voll. Und das gibt mir so eine Hoffnung. Früher haben wir dann öfter mal einen Vogel gezeigt gekriegt oder der Stinkefinger kam. Die Leute lächeln, die hören uns zu. Widerständler, das Wichtigste, um die Schlafschafe zu erreichen, momentan Einzelaktionen. Ich rufe euch da wirklich auf dazu. Verteilt Flyer, sprecht Leute an der Kasse an, die keine Masken tragen dürfen, können auch ganz schön erklären, warum sie das nicht dürfen und so weiter und so fort. Botschaften hinterlassen, aber bitte nichts beschädigen, das ist das Wichtigste, weil so wie es der Bernd auch gesagt hat, alles was zu extrem ist, schadet uns mehr, als dass es uns hilft. Ich denke, wir können schon mal mit dem Üben anfangen. Das Lied kennt ihr alle. Marmor, Stein und Eisenbricht. Jawohl. Ich würde vorschlagen, ich singe jetzt erst einmal die erste Strophe.
so alleine, dass ihr euch das so ein bisschen reinbekommt. Und dann ja, sollen die mitsingen. Und die feigen Münchner Flashmopper, die da unten stehen, hallo, es ist kein Unterschied. Wir sind hier alle unter uns. So, also. Weine doch, wenn der Regen fällt. Dam, dam. Dam, dam. Schwermetalle dein Haar erhält. Dam, dam. Dam, dam. Marmorstein und Eisen bricht, aber Deutschlands Meinung nicht. Alles, alles ist vorbei, doch Merkel bleibt man treu. Ja gut, hey, ihr seid klasse, ja, dann können wir gleich loslegen, oder? Jawohl, dann machen wir das mal. So, ich muss jetzt da bloß ein bisschen auf den Laptop schielen, wann unser Einsatz kommt. Legst du los mit der Musik, bitte? Du hast nichts? Ist drinnen auf jeden Fall. Bernd, wo bist du? Oh, ich liebe solche Aktionen, wenn dann immer alles scheiße läuft. Aber das ist okay. Wie wurde mir mal gesagt, Widerstand ist chaotisch, kalt, und dreckig, jawoll! Also, wir haben leider keinen Sound, ist aber kein Problem, denke ich mal, oder? Also, das kriegen wir doch so hin, weil das Lied kennt jeder, also scheiß die Wand an. Genau. Gut, dann zähle ich jetzt einfach mal. Auf drei fangen wir an zu singen, okay? Hallo, Reaktionen, seid ihr angefangen? Es lebt, okay. Gut, dann legen wir mal los. Eins, zwei, drei. Weine doch, wenn der Regen fällt. Dam, 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 dam. Schwermetalle dein Haar erhält. Dam, dam. Dam, dam, Marmorstein und Eisen bricht, aber Deutschlands Meinung nicht. Alles, alles ist vorbei, doch Merkel bleibt man treu. Kann ich einmal nicht bei dir sein? Dam, 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 dam. Impfverweigerer sperrt man bald ein. Dam, 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 dam. Marmorstein und Eisen bricht, aber Deutschlands Meinung nicht. Alles, alles ist vorbei. Spanien bleibt man treu. Marmorstein und Eisen bricht, aber Deutschlands Meinung nicht. Alles, alles ist vorbei, doch der Merkel bleibt man treu. Nimm den goldenen Fries von mir, Maske. Dam, 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 dam. Wenn du umgibst, dann sag ich dir, dam, 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 dam. Marmorstein und Eisen bricht, aber Deutschlands Meinung nicht. Alles, alles, alles ist vorbei, doch dem Söder bleibt man treu. Marmorstein und Eisen bricht, aber Deutschlands Meinung nicht. Alles, alles, alles ist vorbei, doch Führer bleibt man treu. Ja, 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 ja. Leute, ihr seid klasse! Also, ihr gehört alle zum Flashmob, hab ich schon gesehen. Jawohl, weiter geht's! Also, alle zum Flashmob! Ja. Also ihr Jecken, viel Spaß noch!